Hallo und willkommen zurück zu Spider-Man. Ja, an einem ganz anderen Ort, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Das hat einen einfachen Grund. Wie man merkt, oder wie man jetzt sieht, die Karte ist ganz aufgedeckt. Ja, danke für das Update. Oh, die Karte ist ganz aufgedeckt. Denn ich habe nach der letzten Aufnahmesession, also jetzt ist 18 Uhr. Ich habe heute Morgen habe ich ein bisschen gespielt, um die Nebensachen so ein bisschen zu machen. Ich habe zwei neue Anzüge. Ich glaube, den Spider-Punk hatten wir vorher noch nicht. Den Tempo-Anzug habe ich hergestellt, der ist neu. Und auch den hatten wir, aber den Iron Spider-Anzug, den könnten wir jetzt an sich herstellen. Hätten wir alle erforderlichen Marken. So, ja, das. Sammlungen. Ich habe alle Rucksäcke jetzt gesammelt. Währenddessen lief dann auch ab und zu mal Just Effects von Jonas Jameson. Da bin ich jetzt auch auf 50 Audio-Dinger. Was ich interessant fand, wo ist das? Diese hier. Das bestätigt es. Als ob diese grauenhafte weiße Spinne nicht reichen würde, wurde er in einem neuen Outfit gesehen. Ein vom Punkrock inspirierter Fetzen, bei dessen Anblick sich normale Leute am liebsten die Augen ausstechen würden. Ich habe die Geburt Ja. des Punkrocks miterlebt, aber war kein Fan. Dies symbolisiert die Respektlosigkeit gegenüber den Behörden. Und wenn Spider-Man diesen Weg geht... Mir kam gerade ein schrecklicher Gedanke. Was, wenn das gar nicht Spider-Man ist, sondern ein Nachahmer mit Irokesenschnitt? Und wenn es mehr als einen gibt? Jared, Pause. Ich muss mich hinlegen. Ja, ich habe eine Mission als Spider-Punk gemacht und dann kam die Just-FX-Ausgabe. Fand ich sehr witzig. Ich weiß nicht, ob ich den Innovator schon in der Aufnahme fertig gemacht habe. Der ist fertig. Ich habe Netzschwinger ein bisschen ausgebaut. Das heißt, wenn ich jetzt richtig rechne, das sind hier, das sind da, 14 Fähigkeitspunkte brauchen wir nur noch. Dann haben wir alle Fähigkeiten. So, und auch nur noch zwei Nebenmissionen. Hier, die unten, beim Polizeirevier, und die Tombstone-Mission, die muss ich noch beenden. Also die zwei, die jetzt auch gerade in Verfügung sind, das sind die einzelnen Nebenmissionen. Den Rest habe ich nämlich dann auch schon gemacht und war noch irgendetwas? Nee. Ich habe dann nur noch ein paar Wahrzeichen von den Sachen, die ich noch nicht hatte, geholt, aber... Also ja, ein paar Forschungsstationen habe ich geholt. Ein paar Bombenherausforderungen habe ich auch gemacht. Ah, und hatte daraufhin, weil ich eine bestimmte Anzahl von Bombenherausforderungen schon gemacht habe, einen Kampf gegen den Taskmaster. Und etwas, was ich auch herausfinden musste, als ich die Sachen gesammelt habe. Sable ist wirklich scharf drauf, uns zu kriegen. Gefühlt in jeder zweiten Straße. Oh. Treffen auf Sable, Leute. So wie jetzt gerade. Also und ich bin einige Stufen auch aufgestiegen. Das heißt, wir haben jetzt auch mehr Leben. Hui! Oh, schade. Achtung, entflohene Häftlinge zetteln einen gewalttätigen Aufstand an. Bitte nach Sycamore. Over. So, aber jetzt gehen wir mal wieder zu Mission, zur Hauptmission. Also, noch etwas. Ne, falsches.
Weißt du? Wir haben, also als ich die letzte Folge beendet habe, waren wir beim Kampagnenfortschritt bei 59%. Der liegt jetzt bei 65, also 6% dazu. Was mich dann doch denken lässt, dass wir schon sehr weit in der Story voraus sind. Das Spiel bald schon vorbei ist. Denn außer die Rucksack habe ich ja noch keine Sammelsachen oder Zeitsachen fertig. Nur die nehme ich so ein Bein, ne? Aber da fehlen ja auch noch zwei. Von daher denke ich, dass da auch noch mal so 10-15% dazukommen. Und wenn man das dann dazu rechnet, die 10-15, dann sind wir schon bei 80%? 75-80%? Und, ja, das ist dann schon recht fortgeschritten. Und dann mal hoch zum Empire State Building. Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Ja. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Ah, okay, ja, dann nehmen wir doch das, was am nächsten dran ist. Nach der Kunden. Oh! Wir brauchen Hilfe bei unserem Partnercenter im oberen Stadtteil. Das Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal ist barrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May klingt erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. Okay, viel zu tun. So. Yuri, nähere mich dem Revier an der Upper East Side. Gut. Elektro und die Dämonen kesseln meine Männer ein. Die Lage ist kompliziert. Du siehst es, wenn du da bist. Yuri Watanabe, Herrin der Spannung. Ja. Etwas Spannung braucht man noch im Leben. Oh. Ich sehe es. Ich habe mich sogar getroffen. So, was geht, Schocker? Na gut, ne? Das ist nicht sehr nett. Das ist nicht gut. Trafus laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier, um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Da. Fünf Transformatoren. Mit meinen Netzen sollte ich sie zum Überhitzen. Noch vier dieser Burschen. Noch vier? Okay. Wie haben sie den überhaupt befestigt? Und fliegen kann man damit bestimmt auch nicht so leicht. Haben die etwa extra für diese Sache geübt? Fragen über Fragen. Kurz gucken, der fliegt da unten rum. Ah, den kriegen wir irgendwann noch. Oh. Jungs, ich wollte eigentlich Hallöchen sagen. Oh, das war nicht nett.
da. Jetzt reicht's auch, ne? Da falsche Taste. Zwei fertig, noch drei. Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst. Ist gut. Die Polizei mit Energietransformatoren lahmzulegen. Wer macht sowas? Oh. Ich habe keine Hitzschießer. Wieso? Da bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Ah, ich bin weggesprungen. Das ist nicht fair. Ja gut, das war es jetzt mit dem vorsichtiger sein. Jetzt warte ich erst recht. Dass ich ein bisschen mein Leben aufhalten kann. Damit haben wir das auch hinter uns. Nur noch eine. Und der ist wo? Ah. Muss irgendwie schön, dass er nicht dahin schaut, wo ich. So guckst du da hinten hin. Ach schön. Mal ist halt langweilig. Da. Nutze ich, um mein Leben mal wieder voll zu machen. So. Polizisten können das Gebäude verlassen. Aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Aber das tun wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.